Hallo, herzlich willkommen zu Bauch, Beine, Po beim AHS at Home. Ich bin Randy Schmidt, Übungsleiterin des Allgemeinen Hochschulsports der Justus-Liebig-Universität in Gießen. In dem heutigen Web-Workout werden wir gemeinsam mit dem Eigenkörpergewicht Übungen für den Bauch, die Beine, den Po sowie andere Körperteile machen. Dazu benötigt ihr nur eine Matte, eine Wasserflasche und ein Handtuch. Achtet bitte darauf, dass ihr genügend Platz habt, um die Übungen ausführen zu können, der Untergrund nicht rutschig ist und ihr angemessene Kleidung tragt. Außerdem ist es wichtig, dass ihr die Stunde nur dann mitmacht, wenn ihr euch gesund fühlt. Wenn ihr bereit seid, dann los geht's! Ich wünsche euch viel Spaß! Wir fangen mit einer Aufwärmung von ungefähr 5 bis 6 Minuten an, machen den ganzen Körper warm. Fang bitte mit den Schultern an, roll die nach oben, nach unten, nach hinten. Wir bereiten uns auf die bevorstehende Übung. So, Ellbogen hoch. Zieh nach hinten. Und die Arme einzeln. Wie beim Schwimmen. Atme tief ein und aus. Lass die Arme locker. Und roll die Handgelenke. Andere Richtung. Lösen. Der Kopf. Oben, unten. Seite zu Seite, guckt. Zieh die Schulter nach unten. Arme hoch, die Schulter zur Decke. Reach, reach, hoch, hoch. Arme lösen, schüttel die Beine aus und roll die Tiefe. Wird ein bisschen dynamischer. Hände hoch. Und Seil springen. Arme machen mit, Arme immer aktiv. Guck. Und wir joggen. Knie hoch. Spann den Bauch an. Zwei Fersen zum Hoch. Und wir joggen wieder. Arme machen mit. Bring die Arme zu den Schultern. Press nach oben. Stell dir die Handeln vor, spann die Schultermuskeln an. Und lösen, durchatmen. Wir sehen jetzt in Squat-Form. Füße breiter als die Hüfte, Gewicht in den Fersen, leichte Zehen, angespannter Bauch. Singles. Down, up. Streck den Po nach hinten. Ich zeige es auch von der Seite. Up, out. Sehr wichtig ist, dass die Knie immer hinter den Zehen bleiben.
Ihr habt 8, 7, 6, 5, 2, 1, Füße eng zusammen, She-Squat. Gewicht immer noch in den Fersen, Singles. Hier müssen wir besonders vorsichtig sein. Schieb die Hüfte weit nach hinten. Pass auf die Knie auf, dass sie nicht über die Zehen kommen. Bauch stark, Oberkörper aufrecht. 8, 7, Arme machen mit. Und 4, 3, 2, 1. Lösen, schütteln die Beine aus. Seite zu Seite. Arme greifen und ziehen. Und gib mir ein bisschen mehr Energie. Komm. Hände hoch. Das singt er auch die ganze Zeit. Hands up. Und 4, 3, 2, Hamstrings, Fersen zum Hoch. Und wenn du kannst, ab und auf in die Beine. Und lösen. Aufwärmung vorbei. Ich hoffe, es geht euch noch gut. Wir machen weiter mit dem Hauptteil. Wenn ihr was trinken sollt, macht das bitte jetzt. Ansonsten braucht ihr nur die Matte dabei und ein Handtuch. Wir fangen in der Squat-Form an. Füße breiter als der Hüfte. Singles, let's go. Up, out. So, Squats haben wir schon in der Aufwärmung geübt. Po nach hinten, Bauch stark, Gewicht in den Fersen, leichte Zehen. Kannst du jetzt ein bisschen tiefer gehen? Tiefer als in der Aufwärmung. Hör zu. 2 auf 2. Ab, ab, auf, auf. Bisschen langsamer. Bisschen tiefer. Ein paar noch so. Die Arme machen mit. Wir werden jetzt ein bisschen mit dem Rhythmus spielen. 3 auf 1. 3, 2, 1 und hoch. 3, 2, 1, hoch. Weiter so, langsam nach unten. Und schnell hoch. Pass auf. 1 auf 3. So, schnell runter. Langsam hoch. Nicht schneller als ich. Bleib tief, Drüse. Pause. Pause. Hier ist die Herausforderung. Setz dich tief hin. Reiß durch. Und wir halten still. Bewegen uns jetzt gar nicht. Bisschen tiefer. 4, 3, 2, 1. Aufstehen. Good. Ihr braucht Platz um euch herum. Wir machen ein Viereck. Fangen wir im Ausfallschritt an. Ein Ausfallschritt vorne. Zweiter Ausfallschritt vorne. Squat zur Seite. Ausfallschritt nach hinten. Ausfallschritt nach hinten. Und Squat. Ihr seht, ich habe ein Viereck gemacht. Ihr dürft es schneller ausführen als ich oder langsamer. Hauptsache, gute Form. Let's go. Ausfallschritt.
Ausgleich, ne? Squat. Und nach hinten. Sei bitte sicher, dass die Knie bei den Squats und bei den Ausfallschritten hinter den Zehen bleiben. Ihr müsst einen langen Schritt nach hinten nehmen und bitte auch das hintere Knie aufpassen. Wir haben hier keine Eile. Ihr dürft euch Zeit nehmen und ein bisschen tiefer gehen. Noch einmal rum. So, mach die bitte schön. Was machen deine Arme? Irgendetwas. Komm mit. Und Squat. Fertig. Gut. Wieder nach vorne. Squat Form. Single Squat in die Mitte. Hebt das Bein zur Seite. Das ist für die Erdabtoren hier an der Seite, an der Hüfte. Die Muskeln ziehen das Bein hoch. Let's go. Singles. Zieh. Arme immer noch dabei. Vergiss bitte nicht den Squat in der Mitte. Und 4, 3, 2, 1. Aufstehen und durchatmen. Wackelt die Beine ein bisschen und rollt eure Matten. Wir kommen auf die Matte in das Brett, Plank Form. Direkt auf die Ellbogen. Ellbogen und Schulter machen eine Linie. Ihr dürft die Übung auf die Zehen oder auf die Knie ausführen. Wir haben zwei Niveaus. Auf die Knie ist natürlich ein bisschen leichter, auf die Zehen ein bisschen schwieriger. Alle bereit auf die Plätze. Wir halten 30 Sekunden. Ready? Go, los. So, Schulter, Hüfte, Kopf, die machen alle eine Linie. Die Wirbelsäule ist gerade. Lass die Hüfte nicht absacken. Lass deinen Po nicht zur Decke strecken. Lass den Kopf nicht senken. Zieh den Bauchnabel ein, wir sind fast fertig. 5, 4, 3, 2, 1. Lösen, kurz atmen, Kopf hoch. Wir machen jetzt eine Variante an der Übung. Entweder ihr dürft wieder in das Brett bleiben, wieder in Plank, oder ihr kommt mit mir und zieht die Knie zu den Ellbogen. Wieder runter. So, wir ziehen ein Knie zur Seite, Richtung Ellbogen. Aber guck, meine Hüfte drehen sich nicht zur Seite. Sie öffnen nicht und mein Po geht nicht in die Luft. Wir machen 12 davon. Ready, set, go. Seat. Seat. Das kann man auch auf die Knie machen. Das geht so. Oder auf die Zehen. Habt ihr gezählt? Wo sind wir? Fast bei 12, oder? Weiter. Und Kopf hoch, atmen. Wir sagen, das waren 12. Ich bin mir nicht so sicher. Wir kommen jetzt in das Sideplank. Sidebrett. Auf die Ellbogen. Und auf den Knie. Alle bitte auf den Knie, weil es geht um das obere Bein jetzt. Wir sind wieder bei den Erdabtoren. Hebt das obere Bein, single, auf, ab. Und lass die Hüfte nicht senken. Zieh sie hoch, wie mit einer Seile. Ihr habt 4, 5, 8, 9.
9, 10, 11 und 12 Beine hochhalten. Kleine Pulse. Rippen. 4, 3, 2, 1. Lösen. Gut. So, welche Seite hast du gerade gemacht? Das nächste Mal durch, machen wir die andere Seite. Du darfst dich hinlegen. Rücken auf der Matte. Flach. Lange Beine, lange Arme. Wir kommen zu den Bauchmuskeln. Vollkörper-Crunch. Wir ziehen die Beine und Arme langsam auseinander und dann wieder zurück. Guck, Rücken bleibt flach an der Matte. Tiefer ist schwieriger. Let's go. Ab, ab, auf, auf. Wenn du einen Rettungsanker brauchst, komm bitte nicht so tief. Du kannst hier bleiben. Weiter. Und lösen. Atmen. Bring die Füße zusammen. Die Beine machen ein Dreieck. Hol dir deine Waffe und zieh durch die Beine. Zieh die Schulter hoch. Pause. 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 Die Übung heißt Charlie's Angels. Du ziehst auf etwas. Und 4, 3, 2, 1. Pause. Streckt euch in die Länge. Jetzt haben wir eine kurze aktive Pause. Trinkt was, wenn ihr braucht. Wir gehen durch all die Übungen noch einmal. Alles, was ihr gesehen habt, kommt noch einmal. Das heißt, ihr könnt die Übungen vielleicht besser ausführen, vielleicht schneller, vielleicht tiefer in die Squats, Ausfallschritte. Legt die Matte am besten zur Seite. Und wir sind wieder am Start. Squats, ganz normale Squatform, Singles. Ab, auf. Was machen die Arme? Irgendetwas, komm. Bisschen langsamer, 2 auf 2. Ab, ab, auf, auf. Haar noch so. Nicht schneller als ich. Bleib langsam. Wir spielen jetzt mit dem Rhythmus. 3 auf 1. 3, 2, 1 und hoch. Kannst ein bisschen tiefer kommen. Eins auf 3. So, 1, 3, 2, du bist hoch. Schnell runter. Und bleib unten wippen. Pause. Du kannst es, weißt du, ein bisschen tiefer. Und wir halten still. Halbes Zentimeter tiefer. Warte. 4, 3, 2, 1. Jetzt aufstehen. Super. Wir machen unseren Viereck. Ausfallschritt, Ausfallschritt. Squat. Lange Schritte. Pass auf die Knie auf. Go for it. Ihr dürft schneller gehen als ich. Ihr dürft auch langsamer gehen als ich. Hauptsache, perfekte
Form. Direkt ab und auf wie ein Aufzug. Vor allem ist es wichtig, einen langen Schritt nach hinten zu nehmen, wenn wir rückwärts laufen. So tief wie es geht. Noch einmal rum. Wieder in der normalen Squat-Form. Squat mit der Beinhebung. Ab, auf. Für die Erbdoktoren hier auf der Seite wieder. Die Muskeln helfen uns, stabil zu bleiben. Komm also, 4, 3, 2, 1 und ausatmen. Wir kommen wieder auf die Matte. In das Brett. Plank. Auf die Ellbogen. Wieder 30 Sekunden. Bereit? Los. Zeit läuft. Wir halten einfach nur. Zieh den Bauchknabel zu der Wirbelsäule. Wenn du einen Spiegel zu Hause hast, freut dir. Guck in den Spiegel. Wie sieht die Form aus? Zehn Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Kurz durchatmen, Kopf hoch. Ihr wisst was, komm, wir gehen wieder runter. Gehen jetzt zu den Ellbogen. Wir machen es 12 und ich verspreche euch, ich zähle dieses Mal. Ready? Los geht's. 12, 11, 10, 9. Bleib stark. 5, 4, 3, 2 und 1. Jetzt lösen. So, das letzte Mal durch haben wir einen Side Plank gemacht auf der einen Seite. Jetzt brauchen wir die andere Seite zu machen. Bitte alle auf dem Knie unten, Ellbogen direkt unter der Schulter. Zieh die Hüfte hoch, bring den Arm zur Decke. Los geht's. Hebt das Bein. Auf, ab. Auf, ab. Lass die Hüfte nicht senken, bisschen höher. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und halt das Bein hoch, wippen, kleine Pulse. Auf die Matte und wir machen die letzten zwei Übungen für die Bauchmuskeln. Das sind die letzten Übungen heute, so bleib stark, lass den Rücken auf den Boden, Vollkörpercrunch, lange Beine, lange Arme. Here we go. Ab, ab, auf, auf. Wenn ihr merkt, der Rücken kommt hoch, dann bitte nicht so tief gehen. Noch 2. Noch 1. Und bring die Füße zusammen. Beine machen ein Diamant. Hol deine Waffe, zieh durch die Beine. Schulter hoch. Pause. Pause. Charlie's Angels. Denk Brust zur Decke. Den Rippen zur Hüfte. Faster. Komm, ein bisschen mehr schaffen wir. Und 4,
3, 2, 1. Lösen. Streckt die Beine, streckt die Arme. Ihr habt's geschafft. Ihr dürft jetzt eine kurze Pause machen. Durchatmen. Trinken. Und dann machen wir unser Cooldown zusammen. Streckt die Arme, streckt die Beine. Zieh dich genüsslich in die Länge und atme tief in den Bauch ein. Und lösen. Lass alles entspannt. Umarm die Knie. Und roll hin und her, vorne, hinten. Kleine Massage für den Rücken. Öffnet die Arme, lasst die Knie in eine Richtung fallen und guckt weg von den Knien. Spann den Bauch an, zieh die Beine wieder in die Mitte und lasst sie in die andere Richtung fallen. Guckt weg. Atme tief in die Hüfte, in die Seite, in die Brust. Spann den Bauch an, Beine wieder in die Mitte. Ein Bein kommt zum Boden, das andere hoch. Hamstring dehnt. Hamstring sind hier hinten am Bein. Und wir ziehen das Bein immer ein bisschen näher zur Nase. Wenn du sehr flexibel bist, kannst du das andere Bein strecken. Wechsel das Bein. Atme tief ein und aus. Und zieh dich hoch mit dem Bein. Wir kommen zum Sitz. Bring einen Arm über die Brust. Und zieh ihn an die Hand. Lösen andere Seite. Komm langsam zu den Füßen und lass den Oberkörper nach unten, nach vorne hängen, ganz entspannt. Lass das ganze Gewicht nach unten ziehen, Kopf locker, Arme locker. Und langsam, Wirbel für Wirbel, rollen wir uns nach oben. Schulter, Nacken, Kopf als letztes. Oberschenkelsehnung, wir halten da an, wo die Schnursenkel sind ungefähr. Und zieh das Bein nach hinten. Schulter, Knie, Hüfte, sie machen alle eine Linie. Lass das Knie nicht zur Seite nach außen fliegen. Lösen, andere Seite. Eine Linie. Eine letzte Dehnung für die Schulter und den Nacken. Leichte Fingerspitzen am Kopf. Die andere Hand zieht nach unten. Wechseln. Seite zu Seite. Roll die Schulter nach oben, nach hinten, nach unten. Du hast es geschafft. Sehr gut gemacht. Das war unser Web-Workout für heute. Vielen Dank für das Mitmachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und seid weiterhin aktiv, bleibt in Form. Wir freuen uns, wenn ihr bei dem nächsten Video auch dabei seid. Tschüss!